Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem wunderschönen Motorradland Eifel. In unserem ersten Teil, den wir gemacht haben, da wusste ich auch noch gar nicht, dass ich einen zweiten Teil machen würde, habe ich euch ja schon einiges gezeigt. Drei tolle Touren hier in der Eifel. Da ging es einmal rund um den Nürburgring, dann ging es hoch in den Nationalpark Eifel. Es war eine Tour rund um den Ruhrsee. Und die dritte Tour, die wir gezeigt hatten, ging in die Osteifel bis runter zur Mosel. Und ja, jetzt haben wir uns gedacht, weil euch der erste Teil so gut gefallen hat, dass wir euch noch ein bisschen mehr von der wunderschönen Eifel zeigen. Das sind ja hier so unsere Hausstrecken. Wir sind also sehr, sehr viel immer in der Eifel unterwegs. Und heute nehmen wir euch mit in die Südeifel. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit einem neuen Video Motorradland Eifel. Hoffe, dass ich euch ein paar neue Strecken zeigen kann, ein paar neue Viewpoints und dass euch das Video gefällt. Viel Spaß damit! Von Blankenheim aus geht es zunächst noch nicht ganz so kurvenreich Richtung Hillesheim. Hillesheim ist an sich nicht so wirklich spektakulär, es sei denn, man ist Krimi-Fan. Denn Hillesheim ist Krimi-Hauptstadt der Vulkaneifel. Hier steht Deutschlands erstes Krimi-Hotel mit verschiedenen Themenzimmern und es gibt auch ein Kriminalhaus mit Archiv, in dem mehr als 1000 Krimi-Bände zu finden sind. Also für alle Krimi-Freunde bestimmt ein interessantes Ziel. Für uns geht's direkt weiter. Und zwar zur Kasselburg. Hier haben wir eine Überschneidung zu einer Tour aus unserem ersten Teil. Das ist aber auch die einzige Überschneidung, die wir haben, was die Strecken angeht. Wie gesagt, bereits in unserem ersten Teil Motorradland Eifel habe ich die Kasselburg vorgestellt und euch alle Infos rund um die Burg, wie zum Beispiel, dass sie einen Adler- und Wolfspark beherbergt, erzählt. Deswegen will ich das jetzt an dieser Stelle nicht wiederholen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut doch einfach mal rein. Ich verlinke euch das in den Kommentaren. Und für uns geht es direkt weiter Richtung Gerolstein. Hier kommen wir jetzt durch Gerolstein. Kennt ihr bestimmt durch den Gerolsteiner Sprudel. Und der kommt hierher. Gerolstein ist unter anderem ein Luftkurort. Ich habe es gerade gelesen, sonst hätte ich euch das jetzt, glaube ich, nicht erzählt. Aber ja, hier kommt der Sprudel her. Und das könnt ihr jetzt, da könnt ihr das sehen, schon diese Felsen. Das nennt sich Gerolsteiner Dolomiten. Das seht ihr jetzt so, ja, so schräg rechts einmal, müsstet ihr das im Bild sehen. Und jetzt gucken wir mal hier rüber. Hier seht ihr die auch. Davon gibt es hier noch ein paar mehr in Gerolstein. Und die heißen Gerolsteiner Dolomiten, weil das tatsächlich Dolomitgestein ist. Man soll es nicht glauben. Und vom Dolomitgestein und dem Sprudel geht es für uns direkt weiter zur Lindenquelle. Da hatte ich eigentlich ein nettes Video aufgenommen, aber irgendwie ist das abhanden gekommen. Deswegen blende ich euch gerade mal ein Foto ein, damit ihr die von außen sehen könnt. Ja, die Lindenquelle liegt kurz hinter Gerolstein und hier gibt es Heilwasser.
Muss man mögen. Wir stehen da jetzt weniger drauf, aber wenn man eisenhaltiges Wasser mag, kann man sich hier seine Getränkeflaschen mit Heilwasser wieder auffüllen. Sie ist sehr schön hier in diesem Häuschen, was ihr ja eben hinter mir gesehen habt, eingefasst. Und ein Fotostopp lohnt sich in jedem Fall. Hier könnt ihr euch das Wasser ziehen und da unten seht ihr ja auch schon an der Farbe der Steine, wie eisenhaltig das Wasser ist. Das muss man wirklich mögen. Ansonsten immer wieder nett für ein Fotomotiv. Das auf jeden Fall, oder? Ja. Und jetzt sind wir hier in Bitburg. Wo übrigens auch das Bier herkommt. Die Brauerei kann man, by the way, auch besichtigen. Wir fahren aber weiter. Der Naturpark Südeifel ist ein großräumiges Schutzgebiet in der Eifel. Er wurde 1958 gegründet und ist damit der älteste Naturpark in Rheinland-Pfalz und der zweitälteste in Deutschland. Zudem ist er der deutsche Teil des ersten länderverbindenden Naturparks in Europa, dem Deutsch-Luxemburgischen Naturpark. Der Naturpark Südeifel erstreckt sich über eine Fläche von 432 Quadratkilometern und hat ca. 30.000 Einwohner. Er verbindet Schutz und Nutzung von Natur und Landschaft und bewahrt die Chance, die typischen Landschaften der Südeifel in ihrer Besonderheit zu erhalten und nachhaltig zu gestalten. Gleichzeitig schafft er attraktive Erholungsmöglichkeiten und touristische Angebote für die Menschen der Region und ihre Besucher, wie zum Beispiel die Wasserfälle bei Irrel, zu denen wir jetzt kommen. So, wir sind jetzt bei den Irreler Wasserfällen. Schatz, wir machen das letzte Mal hier. Wie viele Jahre ist das her? Oder bei denen sind wir noch Lange, klein, ne? war der Julia noch Baby. Ja, das ist bestimmt 10 Jahre her, oder? Länger. Also, als wir hier waren vor 10 Jahren, da war hier noch nichts. Da war hier ein Trampelpfad. Ja, und da waren wir auch alleine hier, ne? Und fast. Da haben wir hier alleine gepicknickt. Das war so geil. Und jetzt haben wir heute hier so Picknicksachen mitgenommen. Und haben gedacht, boah, jetzt können wir hier picknicken, aber die haben zwischenzeitlich eine Hängeseilbrücke hier hingebaut. Die haben den Trampelpfad, der ist jetzt asphaltiert. So, heute ist Vatertag, ist natürlich relativ viel los hier. Wobei ich muss sagen, wirklich relativ, es geht eigentlich. Ja, wir haben schöne Fotos gerade gemacht und wir haben auch in der Sonne auf dem Stein sitzen können. Überlaufen würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist auch eher noch unbekannt, aber man ist halt nicht mehr alleine hier. Aber es ist schön gemacht und ein Stopp, wenn ihr die Tour nachfahren wollt, lohnt sich auf jeden Fall. Bei den Irreler Wasserfällen auf dem Weg Richtung Mullertal ist das doch sehenswert und Stopp wert. Empfehlen wir euch, wir zeigen euch jetzt noch ein paar Bilder und dann fahren wir weiter Richtung Mullertal. Musik
Das schaukelt total. Ja, es ist unglaublich. Nach dieser wirklich schönen Pause ging es dann weiter Richtung Luxemburg. So, hier haben wir noch mal kurz Echternach angekratzt. Zählt übrigens zu den viertschönsten Orten der Eifel neben Monreal, Monschau und Bad Münstereifel. Wir fahren aber lieber direkt weiter in das wunderschöne Mullertal, was ihr hier jetzt auch schon sehen könnt, und machen lieber einen Stopp im Mullertal, was eventuell daran liegen könnte, dass es dort original französische Orangina gibt. Die Region Mullertal wird auch die kleine Luxemburger Schweiz genannt. Diesen Namen verdankt die Region ihrer Landschaft, die an die Schweiz erinnert. Die Region Mullertal ist in erster Linie ein einzigartiges mit Felsen durchsetztes Biotop. Die Landschaft aus Sandsteinfelsen verdankt ihr eigentümliches Aussehen der über Jahrtausend wirkenden Erosion. Das vielfältige natürliche und geologische Erbe macht die Region zu etwas ganz Besonderem. Daher wurde 2016 der Natur- und Geopark Melledal, wie das Mullertal auf Luxemburgisch heißt, gegründet. 2022 wurde er in das internationale Netzwerk der UNESCO Global Geoparks aufgenommen. Die Kombination aus Natur und Geopark spricht für die besondere Bedeutung und Schutzwürdigkeit der Landschaft. Heute ist die kleine Luxemburger Schweiz ein Anziehungspunkt für Touristen von nah und fern.
wir wieder raus aus dem Mullertal und sind auf der 10. Die 10 ist so schön. Die könnt ihr auch komplett entlang fahren. Traumhafte Strecke. Rechts neben uns fließt die Ur. Die Ur ist die natürliche Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland. Und die komplette Strecke hier entlang der Ur ist einfach total schön. Es gibt auch die Urtalroute. Also es ist super schön hier. Wir waren auch schon hier auf mehreren Campingplätzen an der Ur. Die Ecke ist einfach traumhaft schön. Ja, und wir werden jetzt gleich in Dillingen über die Grenze fahren, also über die Ur fahren und damit halt auch über die Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland. Dann fahren wir zurück ins Bitburger Land. So, und hier sind wir auch schon. Grenzübergang. Da seht ihr das Schild. Grenzübergang. Ruppeliger Grenzübergang. So, hier. Guck mal rechts, guck mal links. Ist das nicht schön? Wirklich schön. So, ein bisschen Kopfsteinpflaster. Und schwupp, back in good old Germany. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to be. So, wir sind jetzt im Bitburger Land wieder zurück. Normalerweise ist hier am Bitburger Stausee nicht so viel los, aber heute ist ja Vatertag und jetzt gibt es hier Vatertagsgrillen und jede Menge. Normalerweise gibt es... los hier. Ja, ehrlich. Normalerweise gibt es hier so einen Kiosk, zeige ich euch gleich. Da kann man eigentlich ganz gut so Kleinigkeiten, so Fritten, Currywurst und so kann man da ganz gut essen und... ich mag den total, den Bitburger Stausee, weil man hier echt gut Pause machen kann und an diesem, ich sag jetzt mal, Kiosk man auch echt super schön sitzt. Der Kiosk ist heute ein bisschen mehr Kiosk geworden. Wir gehen jetzt mal gucken und wahrscheinlich eine Wurst essen. So, das ist eigentlich der Kiosk hier und da könnt ihr so direkt am See sitzen. Das ist mal richtig schön. Das kann ich natürlich auch nicht so gut filmen, weil die Hölle hier los ist und die Leute einen dann wirklich doof angucken. Wo willst du? Was willst du? Hier gibt's. Wir müssen erstmal gucken, wo es überhaupt einen Platz gibt. Ja. Sehr schlecht. Die schneller, ja. Wir haben uns auch entschieden, hier jetzt was zu essen. Wisst ihr, was es hier gibt? Weil man ist ja noch so nah an der Grenze. Bitterballen. So lecker. Ja, wir haben uns total verzettelt. Wie spät gerade die Stecker muss? Oh, Batterie fast leer. Selbst die Batterie der Uhr ist schon leer. 5 vor 6 haben wir. Und wir haben noch, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer heim? Egal. Ich weiß es nicht. Viele. Über 100 auf jeden Fall. Wir essen jetzt zu Abend und dann müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Wir haben wieder rumgetrödelt. Aber es war überall so schön. Und überhaupt. Und dann müssen wir noch rechts fahren und links fahren und noch Fotos machen und noch Cappuccino trinken und in der Sonne sitzen. Das endet immer so bei uns. Deswegen fahren wir auch am liebsten zu zweit. Wir sind heute Morgen um 9.30 Uhr losgefahren, genau. Und ich weiß gar nicht, wie oft wir immer im Dunkeln nach Hause kommen und dann wird das so kalt. Ich hoffe, heute schaffen wir es noch im... Doch. Wir werden sehen.
auch wenn es super schön war am Bitburger Stausee, es half ja alles nichts. Wie erwähnt, haben wir noch ein paar Kilometerchen bis nach Hause. Aber die wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten und nehmen euch da gerne noch ein Stückchen mit. So, diese ganze Ecke hier, also rund um Schönecken, wo wir uns jetzt befinden, nennt sich Schönecker Schweiz, weil die Landschaft die Menschen hier an die Schweiz erinnert. Also wenn ich an die Schweiz denke, ganz ehrlich, ich denke an Berge, an Grimselpass, Furkapass, Gotthard, denke mir immer so, aha, okay. Also ich verbinde, oder an den Vierwaldstätter See, hier ehrlich gesagt erinnert mich persönlich ja nichts an die Schweiz. Also super schön hier, keine Frage. Der Asphalt ist hier spiegelglatt. Es macht mega Spaß hier zu fahren. Tolle Aussicht, tolle Straßen. Aber an die Schweiz erinnert mich das hier trotzdem nicht. Hier möchten wir euch gerne noch eine Alternative zum Bitburger Stausee zeigen, und zwar die Wassermühle in Bürgel. Die seht ihr jetzt hier auf der linken Seite. Ein riesen Mühlenkomplex ist das, den man auch besichtigen kann. Und wir wollten eigentlich unsere Tour heute hier ausklingen lassen, aber weil wir so spät dran waren, haben wir das Ganze an den Bitburger Stausee verlegt. Auf der rechten Seite seht ihr einen Biergarten, der ist wirklich auch richtig schön. Auch ein toller Tipp. Da wir jetzt nur vorbeifahren, zeige ich euch ein paar Archivbilder von dem Biergarten und da bekommt ihr alles Mögliche. Also ihr bekommt da Kuchen, Eis, aber auch Kleinigkeiten. Also lohnt sich auf jeden Fall auch für eine Kaffeepause. Hier seht ihr die Mühle nochmal auf der rechten Seite. Ja, und für uns geht es jetzt weiter Richtung Blankenheim. Das sind jetzt roundabout noch 20 Kilometer. Deswegen bietet sich das auch immer ganz gut an, die Wassermühle in Bürgel, um einfach die Tour ausklingen zu lassen. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. So, wir haben jetzt noch, guck mal, da ist das Schild, 5 Kilometer bis Blankenheim. Wir gehen dann auf die Autobahn, haben dann roundabout 30 Minuten Autobahn und dann sind wir zurück zu Hause. Ich denke noch im Hellen heute. Ja, ich hoffe, euch hat die Tour hier gefallen. Also ich mag die total, ist wirklich richtig schön und abwechslungsreich. Kann ich euch nur empfehlen, die mal nachzufahren. Die zweite Tour, die wir euch gerne zeigen möchten hier in diesem Video. Die startet hier in Adenau bzw. am Nürburgring. Und heute wollen wir euch mitnehmen zu den Eifelmaren. Davon gibt es, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie viele es in der Eifel gibt, aber etliche. Wir werden euch auch nicht alle zeigen können, denn nicht alle sind anfahrbar. Einige, da muss man richtig hinwandern. Wir fahren jetzt erstmal Richtung Hoser Mar. Das erste ist das Boser Doppelmar.
Es besteht aus zwei verlandeten Maren, die sich als flache Kessel in die Landschaft gezeichnet haben, von denen der größere durch einen künstlichen Damm zu einer Wasserfläche angestaut wurde. Im Jahr 2000 wurden die beiden Mare zum Naturschutzgebiet erklärt. Mit 152 Hektar zählt es zu den größten in Rheinland-Pfalz. Auf der Strecke liegt übrigens noch ein sehr schöner Aussichtsturm, jetzt hier links im Bild zu sehen. Den hatten wir in unserem Videosaison-Eröffnungstour genutzt, um mit der neuen Drohne die Objektumfliegung zu testen. Vielleicht habt ihr das Video gesehen. Also hier ist dieser Aussichtspunkt. Und hier seht ihr das Ulmener Maar. Ist auch ein ganz kleines Maar. Was hier aber total süß ist, ist, dass es mitten im Ort liegt. Der Ort ist auch wirklich niedlich. Es gibt einen Marktplatz, es gibt Cafés. Also entweder ihr könnt hier an dem Maar eine kleine Pause machen, ein bisschen picknicken. Oder im Ort einfach auf dem Marktplatz euch einen Kaffee genehmigen. Wir kehren auch ein und trinken Kaffee, aber ich nehme auch immer gerne was mit für unterwegs. Und dann kann man sich hier auf die Bank setzen. Der Ritchie hat so eine coole Kühltasche immer dabei. Die gibt's für die Koffer von Harley. Also kann man auch machen. Was ihr auch nahezu an fast allen Maren findet, sind diese Schilder. Also die Eifelmare sind ja entstanden durch Vulkanismus und wir bewegen uns hier auch an der deutschen Vulkanstraße entlang. Ja, und da kann man natürlich jede Menge auch erfahren. Ich erspare euch das an dieser Stelle, aber wen das interessiert, der hat dann die Möglichkeit, sich auf dieser Tour auch zum Thema Vulkanismus auf jeden Fall weiterzubilden. Ich finde es total spannend. Wir haben das mit unserem Sohn gemacht, als er noch kleiner war. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn ihr euch lieber auf die Kurven konzentriert und sagt, die Vulkane können mich mal, Hauptsache schöne Kurven. Oh, guckt mal, bald gibt es hier ganz viele Frösche. Das ist ja irre. Dann wird's laut hier. Das Ulmener Maar gehört übrigens zu den jüngeren Eifelmaren. Es ist 510 Meter lang, 350 Meter breit und bis zu 37 Meter tief. Ein Wall aus Tuff umschließt den See. Dass der Vulkanismus noch aktiv ist, zeigen Blasen im Randbereich des Maares. Für uns geht es jetzt direkt weiter zum nächsten Maar, nämlich zum Pulvermaar. Doing crazy dreaming.
Hier kommen wir zu einem der bekanntesten Mare, das Pulvermar. Es ist ein Mar wie aus dem Bilderbuch, denn es ist fast kreisrund und von einem wunderschönen Buchenwald umgeben. Dabei ist es mit seinen 74 Metern so tief wie kein anderer der einzigartigen Eifelseen und einer der tiefsten Seen in ganz Deutschland. Darüber hinaus wird das Pulvermar von einem fast lückenlosen bis zu 20 Meter hohen Tuffwall umgeben, welcher eine morphologische Einzigartigkeit in der Eifel darstellt. Für alle Wohnmobilisten unter euch noch ein kurzer Hinweis, denn hier rechts hinter der Hecke befindet sich ein sehr schöner Campingplatz. Außerdem hat das Pulvermar noch, da kommen wir später gleich auch vorbei, ein sehr schönes Freibad und bietet wirklich sehr viel Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Also das Pulvermar ist auch ein wirklich schönes Mar. Natürlich ist hier jetzt mehr los als am Ulmer Mar oder am Boser Mar. Und hier übrigens seht ihr jetzt auch das Freibad. Und da könnt ihr auf der Terrasse auch einen Kaffee trinken. Da könnt ihr reingehen, euch einen Kaffee holen. Da ist so ein kleiner Kiosk. Könnt aufs Wasser gucken. Bietet sich auch total an für eine Pause. Machen wir auch ganz oft. Heute aber nicht. Wie ich auch schon in unserem ersten Teil unseres Videos Motorradland Eifel gesagt habe, es gibt hier so viele Möglichkeiten der Einkehr und man kann ja nicht an jeder Gießkanne halten und so variieren wir immer und für heute haben wir etwas anderes ins Auge gefasst. Das nächste Mar liegt auch direkt im Grunde die Ecke rum vom Pulvermar, das ist das Holzmar. Allerdings könnt ihr da nicht ganz so nah dran fahren. Da müsst ihr auf dem Parkplatz da parken und 3 Meter zu Fuß gehen. Das sind wirklich 3 Meter. Und dann seid ihr auch schon am nächsten Mar. Und da ich mitlaufe, ist es nicht weit. So ist es. So, und jetzt sind wir auch schon da. Und wie ich schon eben sagte, das gab es beim Pulvermar natürlich auch, habt ihr auch hier wieder ein Erklärschild. Ups. Und hier ist das Holzmar. Auch wieder ein total ruhiges, idyllisches Mar. Was hier ganz süß ist, ist, hier gibt es ein Märchen-Naturwaldpfad. Sowas, das finde ich immer toll, wenn man Kinder hat, die keinen Bock auf Laufen haben. Dann muss man denen ja immer so ein bisschen noch zu Bäumen dazu bieten. Und das ist wirklich süß gemacht hier. Und jetzt bin ich für euch extra auch noch 3 Meter in den Wald gegangen, um euch den Märchen-Naturwaldpfad zu zeigen. Also hier beginnt das Ganze und hier drüben seht ihr auch gleich die erste Station. Also ihr könnt dann auch, also hier geht's los. Ihr könnt hier auch alles Mögliche scannen und dann bekommt ihr irgendwas, weiß ich nicht, erzählt oder könnt was nachlesen. Bin ich mir nicht genau sicher. Auf jeden Fall sind hier überall so aus Holz geschnitzt. So Märchenfiguren und Hinweistafeln. Also ist wirklich süß gemacht, muss man sagen.
Ist jetzt nichts irgendwie, was man jetzt unbedingt während der Motorradtourfahrt macht, ist mir auch schon klar. Aber ich wollte es euch einfach mal gezeigt haben, weil ich es echt süß finde. Und ja, ich bin ja auch Mama. Aber mein Sohn hat totales Verständnis dafür, dass ich am Muttertag Motorrad fahren möchte und nicht irgendwo sitzen will bei Kaffee und Kuchen. Wir haben dafür gestern Abend gegrillt bei uns zu Hause. Wir haben das vorgezogen, war richtig schön. Ja, und jetzt fahre ich weiter Moped. Dieser schöne Ort ist übrigens Schalkenmeeren. Er liegt direkt am Schalkenmeeren Normar, welches sich gerade rechts hinter den Häusern versteckt. Er bietet sich ebenfalls für eine Kaffeepause an. Hier können wir euch das Café Marblick empfehlen. Es hat eine hübsche Terrasse mit Blick auf das Mar. Wir kehren heute hier aber nicht ein, da, wie bereits erwähnt, heute Muttertag ist und das Café entsprechend überlaufen sein wird. Und außerdem haben wir für heute uns noch was anderes überlegt. Bevor wir dort aber eintreffen werden, möchten wir euch noch kurz einen weiteren Aussichtspunkt zeigen. Hier erwischt man nämlich gleich drei Mare auf einen Streich. Das Schalkenmeerener Mar, das Weinfelder Mar und das Gemünder Mar. Alle drei zusammen vereinen sich zum Naturschutzgebiet Dauner Mare. Sowohl das Gemünder Mar als auch das Weinfelder Mar sind zwei nährstoffarme und tiefe Seen. Das Schalkenmeerener Mar ist eher ein flaches Mar, dessen östlicher Teil verlandet ist. Wir haben uns übrigens heute für eine Kaffeepause das Gemünder Mar ausgesucht. Nach einer entspannten Kaffeepause geht es für uns auch schon weiter zum nächsten Mar, dem Meerfelder Mar. Es liegt im Zentrum des größten Martrichters der Eifel und ist um die 30.000 Jahre alt. Gesäumt wird das Mar von Feuchtwiesen und einer breiten Schilfzone, die zahlreichen Tieren einen geschützten Lebensraum bietet und deshalb auch unter Naturschutz steht. An sich ist es auch ein sehr ruhiges und sehr schönes Mar. Und für uns auch das letzte auf der Tour, das wir euch hier vorstellen. Aber die Tour ist damit noch nicht zu Ende, weil es folgen noch ein paar weitere Highlights. Dazu aber später mehr. Der Mare sind übrigens auch Badeseen. Also zum Beispiel das Pulvermar hat ein offizielles Schwimmbad, auch das Gemündermar und auch hier das Meerfeldermar, da gibt es eine offizielle Liegewiese und auch da darf man schwimmen. Kurzum, also es lohnt auf jeden Fall auf dieser Tour, wenn die Temperaturen entsprechend sind, mal das Badezeug mit ins Gepäck zu schmeißen. Go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.
get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. So, wir sind jetzt hier in Wallenborn. Machen für euch extra einen kleinen Abstecher hier. Und zwar gibt es in Wallenborn einen Kaltwasser-Geysir. Bei weitem nicht zu vergleichen mit dem Kaltwasser-Geysir in Andernach. Der ist eigentlich richtig cool. Wobei Richie, gut, dass ich auf dem Moped sitze, würde Richie das jetzt wieder hören, wird er wieder einen Anfall kriegen, weil der sagt, da drückt jemand auf den Knopf und nur dann bricht er aus oder so. Der sagt, das ist alles Quatsch. Er glaubt da nicht dran. So, auf jeden Fall sind wir jetzt hier bei diesem Mini-Geysir. Und wir müssen mal hören, einmal die Stunde oder so, bricht der aus oder wie sagt man denn dazu? Ausbrechen? Keine Ahnung. So, jetzt. Was jetzt, Schatz? Jetzt geht's los. Jetzt kommt der Riesengeysir. Der Wasserschlauch von der Feuerwehr. Hab ich ja gesagt. Attacke! Ich nehme die Brille mit, dann sehe ich den auch. Oder? Ja, Schatz, nimm mal die Brille. Hier seht ihr jetzt das Gelände. Eintritt liegt bei 2 Euro aktuell. Kann man auch nichts sagen. Und ja, ich habe nochmal nachgesehen. Alle 35 Minuten könnt ihr dann das Schauspiel bestaunen. Ja, und das war es dann auch irgendwie schon. Ja, also guckt man sich vielleicht einmal an, braucht man natürlich kein zweites oder drittes Mal. Und genau deswegen, und wer auch sagt wie Richie, alles Quatsch zum Blödsinn, auch für den haben wir nicht sehr weit von hier entfernt einen sehr, sehr schönen Aussichtspunkt, ganz kostenfrei für euch, den wir euch auch jetzt noch zeigen werden. Best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. Wirklich auch ein schöner Aussichtspunkt. Aber für alle, die jetzt noch Kaffeedurst haben, für die haben wir auch noch einen sehr schönen Tipp, der gar nicht weit entfernt liegt und wo es auch noch hervorragenden Kuchen gibt. Aber erstmal geht es auf eine meiner Lieblingsstrecken. Leider diesmal mit einem Auto vor uns. Und hier, wie versprochen, noch ein kleiner Tipp
Für alle, die noch der Kaffeedurst antreibt, die Mausefalle am Eifelsteig. Das ist auch ein wunderschönes Ausflugslokal. Die haben tollen Kuchen, aber auch Kleinigkeiten. Also man kann eigentlich zu jeder Tageszeit dort einkehren. Man sitzt super schön in einem toll angelegten Garten, fließt ein kleiner Bach durch, Hühner laufen rum, Enten schwimmen in diesem Tümpel da. Also es ist wirklich süß. Und das hier sind Archivaufnahmen, weil wir sind mal wieder spät dran. Welche Überraschung. Naja, und wir können natürlich auch nicht überall einkehren auf einer Tour. Und deswegen zeige ich euch hier einfach ein paar Archivaufnahmen. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. So, hier links liegt die Nona Mühle. Das ist hier der Parkplatz zur Nona Mühle. Genau, hier geht's rein. Und eigentlich wollte ich euch die noch zum Tagesabschluss zeigen. Schon mal vorweg, ihr könnt bis zur Mühle mit dem Moped vorsichtig durchfahren. Das ist nicht erlaubt, aber es wird geduldet. Ihr müsst nicht vorne auf dem Parkplatz parken. Die Nona Mühle ist an sich schon sehr schön. Aber was wirklich sehenswert ist, ist der Wasserfall Drei Mühlen. Da müsst ihr aber von der Nona Mühle so, ich sag mal, 5 bis 10 Minuten Fußweg laufen. Ich finde, das ist es auf jeden Fall wert. Nur wir haben jetzt 7:15 und wie ich schon eben sagte, normalerweise halten wir ja nicht an jeder Gießkanne, auf gut Deutsch gesagt. Das haben wir natürlich heute gemacht, um euch das alles zu zeigen. Und wir haben noch eine ganze Ecke bis nach Hause. Ich werde euch einfach ein paar Bilder einblenden, weil wir schon zigtausendmal da waren. Aber der ist auch richtig schön. Und das sollte so der Tagesabschluss heute werden. Von hier aus ist es jetzt nicht mehr weit, zurück bis zum Nürburgring. Da, wo wir gestartet sind, ist ja eine Rundtour. Könnt ihr natürlich anders gestalten. Wie gesagt, alles nur Tipps. Und wo ihr euch das, was für euch passt, rauspicken könnt. Für uns geht es jetzt auch wieder zurück Richtung Nürburgring. Wir zweigen aber ein bisschen vorher ab und fahren über Bad Münstereifel Richtung Heimat. Und hier haben wir auch nochmal die Übersichtskarte. Da sind auch nochmal die Touren drauf, die wir euch in unserem ersten Video Motorradland Eifel vorgestellt haben. Da ging es ja einmal in die Osteifel mit roundabout 200 Kilometern, dann in den Nationalpark Eifel auch mit 200 Kilometern. Es ging dann hier hoch rund um den Ruhrsee. Dann hatten wir eine kleinere Runde rund um den Nürburgring, also die Hohe Eifel mit 115 Kilometern. Und in diesem Video ist dann die Tour 4 und 5 dazu gekommen. Und wie ich schon auch in anderen Videos gesagt habe, ist der Maßstab der Karten immer so, dass die ganzen kleinen Sträßchen, die wir letztendlich fahren, gar nicht hier drauf sind. Das heißt, ich kann das nicht ganz genau einzeichnen, aber zumindest, dass ihr eine grobe Übersicht bekommt, wo ihr euch bewegt. Und Tour 4 fasse ich nochmal gerade zusammen. Start in Blankenheim, dann ging es über Hillesheim und Gerolstein nach Birresborn. Das liegt hier, wo die Lindenquelle war. Dann sind wir weitergefahren, die Kyll entlang, über Bitburg, wo das Bier herkommt, runter nach Irrl zu den Irrler Wasserfällen. Die sind hier. Dann ging es ein Stück, das ist jetzt nicht mehr drauf auf der Karte, nach Luxemburg ins Mullertal. Über die Zehen sind wir zurückgefahren, haben dann einen Zwischenstopp gemacht in Birresborn am See,
sind durch die Schönecker Schweiz gefahren, sind dann an der Wassermühle in Bürgel vorbeigekommen, das ist hier, und sind dann die letzten 20 Kilometer zurück nach Blankenheim gefahren. Das war Tour Nummer 4. So, und die letzte Tour, die Eifelmare, das ist ein bisschen zickzack, weil die Mare natürlich nicht auf einer Schnur aufgereiht sind. Da sind wir sehr viele kleine Sträßchen gefahren, kreuz und quer. Aber ich versuche auch das mal für euch zusammenzufassen. Start war am Nürburgring. Dann sind wir übers vorbei am Boser Doppelmar nach Ulm gefahren, zum Ulmermar. Das nächste war dann hier das Pulvermar bei Gillenfeld. Dann ging es weiter zum die Ecke rum, das Holzmar, hätte ich fast vergessen, weil das wirklich ein ganz kleines Mar ist. Hier liegen dann auch die Daunermare, also das Schalkenmeerener Mar, das Gemünder Mar und das Weinfelder Mar sind wir vorbeigekommen. Dann ging es weiter zum Meerfelder Mar, über Wallenborn bei dem gigantischen Geysir ging es dann mit einer Schleife am Aussichtspunkt Salm vorbei, kurz Gerolstein mitgenommen, aber wirklich nur ganz kurz, nach Neroth. Dort liegt die Mausefalle. Und dann in einer Schleife ging es nach Non, zur Nohner Mühle und zum Nohner Wasserfall. Und von dort aus dann zurück zum Nürburgring. Das ist Tour Nummer 5. Ja, Tour Nummer 5, durch diese ganzen kleinen Sträßchen, die man rechts und links und kreuz und quer fährt, hat man nicht, also ihr seht ja, man ist relativ hier in der Vulkaneifel auf einem kleineren Fleck unterwegs, aber kommt trotzdem auf 180 Kilometer, währenddessen Tour Nummer 4 in die Südeifel relativ straight runtergeht. Und auch die weiteste Tour mit 260 Kilometern ist aber auch, wenn man nicht so trödelt wie wir, wunderbar an einem Tag zu schaffen. So, hier habe ich euch nochmal die Mosel eingezeichnet. Das ist ja die natürliche Grenze der Eifel. Und wenn ihr jetzt mal die 5 Touren euch anguckt, habt ihr damit eigentlich schon ganz gut die Eifel kennengelernt. Und jetzt bleibt mir nur noch übrig, Danke fürs Zusehen zu sagen und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und vor allem, dass der ein oder andere Tipp, den ihr vielleicht noch nicht kanntet, für euch dabei war, wo ihr zukünftig sagt, oh, da können wir auch mal hinfahren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.